Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum Stadiontest des Fritz-Walter-Stadion vom 1. FC Kaiserslautern. 49.327 Zuschauer umfasst die Heimat der Roten Teufel und es wird ja hier auch weiterhin vom Betzenberg-Stadion gesprochen oder auch vom Betze, denn das Stadion liegt ja mitten auf dem berühmten Betzenberg in Kaiserslautern. Wir haben hier 32.532 Sitzplätze sowie 16.685 Stehplätze und damit auch das sechstgrößte Stadion der zweiten Liga. 1920 wurde die Spielstätte hier bereits eröffnet, also da steckt enorm viel Tradition drin. Der letzte Umbau, wodurch man das Stadion noch so kennt, wie es jetzt ist, erfolgte dann von 2002 bis 2006, eben in Hinsicht der Heim-WM. Hier fanden übrigens auch 5 Spiele statt. Der Mythos Betzenberg ist natürlich ein ganz besonderer. Ich war auch schon einige Male hier, bin immer wieder beeindruckt von der Wucht, von der Emotionalität, von der Stimmung und freue mich deswegen hier, euch das alles mal zu zeigen. Also los geht's mit dem Stadiontest des Fritz-Walter-Stadion vom 1. FC Kaiserslautern. Zum Thema Anreise muss man natürlich auch erstmal die Lage vom Fritz-Walter-Stadion abklären und das liegt ja mitten auf dem Betzenberg. Man sieht es vielleicht auch gerade hinter mir schon, da oben auf dem Berg ist das Fritz-Walter-Stadion. Vom Bahnhof ist das nur wenige Minuten entfernt. Was das Parken angeht, ist es aber durchaus schwierig, direkt dort oben oder auch vor Ort zu parken. Es gibt Parkflächen am Parkhaus, die kann man sich vorher im Onlineshop für 30 Euro holen, ist aber natürlich sehr, sehr teuer, ist ja fast so teuer wie das Stadionticket und deswegen ja, muss man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Denn am Spieltag selber sind da oben am Stadion eben nur Autofahrer erlaubt, die dort wohnen oder eben einen solchen Parkausweis mitbringen. Das Gute ist, es gibt aber auch Park-and-Ride-Angebote kostenlos der Stadtwerke, die sind im Stadionticket enthalten. Das ist sicherlich auch eine gute Variante, habe ich bislang aber nicht gemacht. Klar ist, auch das nimmt ordentlich Minuten in Anspruch, weil man eben dann noch mit den Bussen erstmal komplett durch die ganze Stadt muss. Ich parke deswegen meistens am Bahnhof, da kostet die ganze Geschichte, glaube ich, immer 6 Euro für so ein ganzes Spiel. Dafür muss man aber auch relativ früh dran sein und eben auch einkalkulieren, dass sowohl die An- als auch die Abreise durchaus mal ein bisschen dauern kann. Deswegen stehe ich auch heute sozusagen auch in der Innenstadt. Ich habe hier im Parkhaus geparkt bei einem großen Einkaufscenter in der Hoffnung, dass ich dann auch ein bisschen schneller wegkommen kann. Auch das ist eine Möglichkeit, dann lauft ihr aber circa 20 bis 25 Minuten zum Stadion. Mit der Bahn könnt ihr auch direkt zum Hauptbahnhof anreisen. Von da geht es eben zu Fuß den Betzenberg hoch. Das ist sicherlich eine sehr gute Variante. Auch Busverbindungen stehen zur Verfügung. Und deswegen ist natürlich eine Sache klar, bei dieser speziellen Lage und auch der Historie, die eben hier mit drin steckt. Stadion ist eben schon sehr, sehr lange an diesem Ort da oben, muss man natürlich auch ein paar Abstriche machen. Und das ist eben auch durchaus beim Parken der Fall. Trotzdem ist es ganz gut gelöst. Es gibt Ausweichmöglichkeiten. Man muss aber eben auch ein bisschen Zeit mitbringen. Und wenn man die mitbringt, dann kann es auf jeden Fall ganz gut klappen hier. Und von dem Parkhaus hier, wo ich stehe, sieht man eben auch schon das Fritz-Walter-Stadion oben auf dem Betzenberg. Und wir machen uns jetzt auch mal auf den Weg dahin, zu Fuß durch die Innenstadt. Kann ich für die Autofahrer aber auf jeden Fall empfehlen. Das passt auf jeden Fall, ist auch relativ kostengünstig und man sieht auch noch ein bisschen was von Kaiserslautern. Jetzt geht's hier durchs weihnachtliche Kaiserslautern Richtung Betze. Und hier ist dann auch schon der erste Treffpunkt für Fans direkt am Hauptbahnhof. Und hier haben wir dann das Parkhaus direkt am Hauptbahnhof. Ist auf jeden Fall bedingt durch die Nähe sehr zu empfehlen, denn genau da oben ist das Stadion. Aber 2 Stunden vor Anpfiff kann man aus der Richtung nicht mehr anreisen. Also wenn ihr hier parken wollt, dann frühzeitig da sein. Und beim Rausfahren auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ich war jetzt schon, ich glaube, 3-mal in dem Parkhaus drin und musste jedes Mal eine halbe, dreiviertel Stunde warten, bis ich draußen war. Auch das muss man eben dann ein bisschen beachten. Aber gut, dafür ist man direkt mit Blick auf den Betzenberg dabei. Und da gehen wir jetzt endlich hin. Und hier geht es jetzt unterm Wohnhaus her. Also sehr spezieller Gang zum Stadion. Da gibt es auch dann Getränkestände, Essenstände. Alles auf dem Weg Richtung Berg. Also von hier aus der Sicht ist das schon krass. Hier haben wir direkt ein Hochhaus neben und dann da in den Stein reingebaut, das Fritz-Walter-Stadion. Von hier eine Wucht, eigentlich von überall eine Wucht. Und wir sind oben angekommen, auf dem Betze, endlich. Hier sieht man auch dann direkt dick und fett geschrieben die Blöcke. Hier haben wir Block 4, da Block 3. Ich muss den Block 2, also den wird hier auf jeden Fall jeder finden. Gut ausgeschildert. Und hier oben gibt es dann auch nochmal direkt einen Parkplatz. Das ist Parkplatz Süd 1. Ich glaube, den kann man sich auch vorher im Online-Shop dann kaufen für, wie angerissen, 30 Euro. Und dann sind wir hier direkt auch
Auf der Tribüne, wo ich auch hin muss. In Block 2.1 bin ich heute. Stadion ist schon eine Wucht. Also egal, wie oft ich jetzt schon hier war, ist, glaube ich, mein viertes Mal oder fünftes Mal. Das beeindruckt einen immer wieder. Blicken wir mal kurz auf die Ticketpreise hier. Und ich sitze ja hinter mir auf der Südtribüne in Block 2.1 und bezahle dafür 43 Euro. Also die Sitzplatztickets in Lautern sind schon durchaus teuer. Es gibt aber auch gleich direkt mal 8 verschiedene Preiskategorien. Die günstigste Karte in der Ecke kostet dann nochmal direkt nur noch 20 Euro als Sitzplatz. Und ansonsten kann ich hier auf jeden Fall nochmal sagen, auch als Nicht-Mitglied kommt man hier auf jeden Fall ganz gut an Karten ran, wenn man eben auch einfach frühzeitig dran ist. Klar, in so einem Derby wie gegen den KSC könnte es vielleicht ein Ticken schwieriger werden. Aber wenn ihr die Vorverkäufe im Blick habt, dann kriegt ihr auf jeden Fall Tickets auch in guten Sichtregionen. Und deswegen kann ich es nur jedem von euch empfehlen. Kommt hier mal her, kommt auf den Betzenberg. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal rein, gucken unser Stadion von innen an, essen, trinken und natürlich auch erst recht das Wichtigste für jeden, die Atmosphäre. Drin im Stadion, Einlass ging sehr schnell, 90 Minuten vor Anpfiff, also das lief richtig gut und so sieht's hier also aus. Es gibt dann hier unterteilt eine Bratwurstbude und eine Pizzabude und dann hier noch Betze Feuer und sehr viel Auswahl. Wir sind angekommen im Stadion und das ist heute unsere Sicht, Reihe 10 und ich finde, das ist optimal. Wir haben hinten den Auswärtsblock, der füllt sich so langsam und vor allem natürlich da die berühmte Lauterer Westkurve. Und die ist ja berühmt für ihre krasse Atmosphäre, kommt im Fernsehen, finde ich, schon immer richtig stark rüber. Und heute eben dann auch hoffentlich hier auf Kamera für euch. Also geiler Platz auf jeden Fall am Start, sehr, sehr gute Sicht aufs Spielfeld. Jetzt kann es so langsam losgehen, aber natürlich kommen wir jetzt nochmal zum Thema Essen und Trinken. Da drin war ein bisschen viel Trubel, war ein bisschen viel los, deswegen jetzt noch einmal ganz in Ruhe. Eins darf natürlich im kein Stadion-Test fehlen und das ist die Bratwurst. Kostet hier 4 Euro. Es gibt einmal eine weiße und eine rote. Ich habe jetzt mal eine weiße genommen. Wahrscheinlich werden jetzt manche Lauterer sagen, bist du bescheuert, nimm eine rote. Aber zum Testen habe ich jetzt hier mal eine weiße mitgebracht. Ja, schön Geschmack, schön würzig. Kann man nehmen. Gibt sicherlich bessere, aber die kann man nehmen. Ansonsten zum Thema Essen. Die Schlangen waren jetzt gerade gute 1,25 Stunden vor Anpfiff, nicht allzu lang. Ich war direkt an der Reihe und es gibt wirklich eine große Auswahl an Essen. Wir haben hier Bratwurst in Rot und in Weiß. Es gibt eine Teufelswurst, die wahrscheinlich im Ticken schärfer ist. Es gibt Bratwurst XXL, Currywurst, Frikadelle, Pommes und reichlich Auswahl an Pizza. Also wer da nichts findet, der ist selber schuld. Getränkemäßig Standardprogramm natürlich auch hier. Wobei, wir haben Pilz, Radler und auch Wein sowie Weinschorle. Passt natürlich auch in die Region. Zudem Cola, Cola Zero, Fanta, Mezzomix, Wasser. Und in der aktuellen Jahreszeit gibt es hier auch Glühwein und Kinderpunsch. Und somit hier sicherlich alles mit dabei, was ein Fanherz so braucht. Interessant natürlich auch immer wieder, wie man hier bezahlt. Hier ist auf jeden Fall alles bargeldlos, sprich mit Bankkarte. Die müsst ihr auf jeden Fall mitbringen und dann könnt ihr hier auch locker bezahlen. Und ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zum Essen und zum Trinken. Das läuft auf jeden Fall. Wobei, jetzt kommt natürlich noch mal kurz der Test vom Bier. Bier kostet hier 5 Euro, ist von Carlsberg, ist eine Brauerei aus der Gegend, aus dem Saarland. Also auch ein heimisches Bier. Ist hier am Start, Pfand 2 Euro. Softdrinks kosten hier übrigens 4,50 Euro. Ja, kann man nehmen. Also ich finde, Lautern hat ein gutes Bier. Somit haben wir in unserem Test Essen und Trinken schon mal abgehakt. Macht hier auf jeden Fall einen guten Eindruck. Es gibt eine gute Auswahl, es sind faire Preise mit dabei. Geschmacklich, ja, essensmäßig ist sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf, zumindest nach meinem persönlichen Geschmack. Bier ist auf jeden Fall sehr gut. Was hier auf dem Betze natürlich auffällt, sind diese großen Scheiben Richtung Stadt. Finde ich, ist schon wirklich was Besonderes. Und natürlich ist das Stadion auch schon ein Ticken in die Jahre gekommen und noch nicht mehr ganz so neu wie vielleicht andere. Aber das ist mir immer auch deutlich lieber. Dann haben wir hier ja auch links und rechts solche Türme. Das ist der Medienturm und da hinten, das ist der Logenturm. Und das rundet das Gesamtbild dann nochmal so ein bisschen ab. Also es ist wirklich meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Stadion. Sowohl von innen als auch von außen. Und rein von der Atmosphäre, von der Stimmung, die da von der Westkurve kommt. Vor allem auch bei Flutlichtspielen oder beim berühmten Fritz-Walter-Wetter. Das ist schon echt krass für die zweite Liga. Also unabhängig meiner Noten, so ein Stadion gehört in die erste Liga. Und jetzt wird es zum ersten Mal laut. Julian Krall kommt raus.
gehen wir hier nochmal rein und nochmal was zu essen holen. Und jetzt eine halbe Stunde vor Anpfiff ist hier auch deutlich mehr los. Lange Schlangen, mal gucken, wie lange das jetzt noch dauern wird. Also, das dauert hier schon echt lange. Boah, das hat lange gedauert, eine Viertelstunde, also unglaublich lange Schlangen. Irgendwie gar nicht voran, aber jetzt haben wir immerhin eine Teufelswurst. Ja, 4 Euro, okayer Preis, geschmacklich. Ja, jetzt kommt die Schärfe ist geil. Die Wurst an sich, naja. Die Schlangen werden langsam wieder kürzer, denn es geht Richtung Spiel und da gehen wir jetzt auch hin. Ich bin sehr gespannt auf die Stimmung, auf das, was Lautern abliefern wird. Attacke! Geile Stimmung. Und die Stimmung ist auch heute mal wieder beeindruckend. Also was die Westkurve da Woche für Woche veranstaltet, ist wirklich richtig, richtig stark. Und was hier in Lautern einfach besonders ist, dass viele mitmachen. Also auch bei mir auf der Südtribüne, wo ich sitze, oder Südkurve, wie es auch immer heißt, ist ja auch am Ende scheißegal. Auch da ist eine richtig gute Stimmung und das ist extrem stark für eine zweite Bundesliga. Ansonsten generell hier von der Atmosphäre, das ist ein angenehmes Miteinander. Man merkt einfach, dass die Lauterer ihren Club unglaublich leben, dass der FCK auch in der Stadt Kaiserslautern eine große Rolle spielt. Und deswegen für mich ein besonderes Stadion, schön mal wieder hier zu sein und auch für eben euch dann auch so ein Stadion-Test mal einzufangen. Ansonsten hier in der Pause einiges los, viele lange Schlangen, also das Thema ist hier auf jeden Fall akut. Das dauert auf jeden Fall ordentlich, Toilette, ja, auch ordentlich mal los. Ich war relativ zügig da, deswegen ging's. Und dann gehen wir jetzt mal langsam Richtung zweiter Hälfte. Weiter geht's.
kleiner Hinweis, liebe Fußballfreunde, werft eure leeren Flaschen und Becher. Und jetzt geht's wieder vom Bitzenberg runter. Und damit kommen wir also zum Fazit von meinem Stadiontest beim FCK im Fritz-Walter-Stadion. Wer das Format Stadiontest bei mir kennt, weiß ja auch, es gibt hier die drei Kategorien. Wir blicken einmal auf das Parken oder eben auch besser gesagt auf die Anreise. Natürlich bewerten wir auch das Essen und logischerweise, und das ist natürlich auch für den Fußballfan am wichtigsten, die Atmosphäre. Legen wir los mit der Parksituation in Kaiserslautern, und dort muss ich erstmal sagen, finde ich es gut, dass der Verein einem dort als Fan viele Informationen zur Verfügung stellt. Es sind ja auch verschiedene Möglichkeiten gegeben, aber man muss eben auch beachten, dass man beispielsweise bei so Parkmöglichkeiten wie am Bahnhof früh da sein muss und wirklich früh da sein muss. Sonst hat man wirklich Probleme, da einen Parkplatz zu bekommen. Ansonsten finde ich es dann immer ein bisschen schwierig, bedingt durch die Lage, dass natürlich auch der Anreise- und Abreiseverkehr durchaus auch Zeit in Anspruch nimmt. Natürlich gibt es aber auch diese Park-and-Ride-Möglichkeiten. Die habe ich bislang allerdings nicht genau unter die Lupe genommen. Für mich ist aber auch dort relativ klar, auch dort werden die Busse sicherlich dann auch bedingt durch den vielen Verkehr deutlich ja auch an Zeit brauchen. Somit muss man beim Stadionbesuch in Lautern auf jeden Fall Zeit mitbringen. Klar ist, wenn man zum Beispiel mit dem Zug anreist, ist natürlich die Lage sehr, sehr gut, dass der Hauptbahnhof wirklich auch direkt unterhalb des Betzenbergs liegt. Und generell finde ich es auch dann wichtig, im Gesamtpaket eben auch diese besondere Lage mit reinzunehmen, denn die ist wirklich wunderschön oben auf dem Berg, oben am Betze, dass da das Fritz-Walter-Stadion steht, das ist schon wirklich imposant. Beim Thema Anreise, besser gesagt beim Parken, komme ich hier aber dann auf eine Note von 6 von 10 möglichen Punkten. Blicken wir auf das nächste Thema, und das ist das Essen in Kaiserslautern, und habt ihr auch von mir die Kioske gesehen und eben auch die verschiedenen Möglichkeiten. Und ich finde, dass die Auswahl hier in Lautern wirklich gut ist. Also wer da nichts findet, der ist auf jeden Fall falsch. Es gibt Pizza, es gibt Wurst, es gibt Pommes, es gibt sowohl Sachen ohne und mit Fleisch. Also das ist wirklich wunderbar. Rein geschmacklich fand ich es auch ganz gut. Was in Lautern aber ein bisschen stört, sind die dann doch schon sehr langen Schlangen. Natürlich hast du die in jedem Stadion, aber dann ist es eben auch wichtig, dass diese langen Schlangen relativ schnell abgehandelt werden. Und auch das hat hier beim FCK relativ lange gedauert. Im Gesamtpaket beim Thema Essen habe ich mich deswegen für eine Note 7 von 10 entschieden. Und dann kommen wir zum wichtigsten Thema, und das ist natürlich die Atmosphäre in einem Stadion, wo natürlich auch die Stimmung ein Thema ist, aber auch generell das Ambiente, das Aussehen, und das ist natürlich in Lautern schon wirklich besonders. Ich finde, man merkt schon von außen und auch von innen das Alter des Stadions. Das finde ich ist aber gar nicht mal schlimm. Ich mag einfach traditionsreiche Stadien. Es könnte wiederum allerdings schon an der einen oder anderen Ecke ein bisschen sauberer sein. Die Stimmung auf dem Betze, die ist auf jeden Fall top und für mich auch immer wieder was Besonderes. Wenn ich dort die Westkurve sehe, ist das schon wirklich beeindruckend. Was mich aber immer und immer wieder stört oder anders gesagt mir auffällt und auch von einigen Lauterern auch immer wieder gesagt wird, dass es echt viele Fans gibt vom FCK, die unglaublich viel meckern und teilweise Spieler während des Spiels kritisieren. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass man jetzt in diesem Falle bei dem Spiel schon nach der 80. Minute nach Hause gegangen ist, teilweise nur, weil man in Unterzahl war und nur, weil man zurücklag. Also fand ich schon wirklich ein bisschen komisch. Im Gesamtpaket habe ich mich aber trotzdem für eine wirklich starke 8 entschieden. Somit haben wir also die drei Hauptthemen beurteilt. Ihr habt alles gesehen rund ums Fritz-Walter-Stadion. Und wenn wir dann die drei Noten zusammenrechnen und unseren Durchschnitt errechnen, kommen wir hier auf eine 7,25. Damit landet bei mir Lautern, oder besser gesagt das Fritz-Walter-Stadion, auf Platz 3 in meinem Stadion-Ranking. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung zum Fritz-Walter-Stadion und natürlich auch die Meinung von den FCK-Fans zu meinem Video. Und ansonsten sage ich auch nochmal Grüße an alle Lautern-Fans. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive.